Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wie ihr seht, ich stehe schon wieder vor dieser wunderschönen Wand. Denn ja, in diesem Video gibt es nochmal ein, ich nenne es mal finales Update zu diesem YouTube-Zimmer, denn wir sind fertig. Und wie ihr vielleicht hört, der Ton ist auch schon viel, viel besser geworden. Denn wir haben jetzt nicht nur die Wand hier und hier da von der Ecke, also von der Wand zu meiner Rechten, sondern wir haben alles verkleidet. Wir sind fertig. Überall ist jetzt Akustik-Schaumstoffgranit in diesem selben Muster, also in diesem Schachbrettmuster, jetzt nicht überall mit Bildern. So, ich habe ein Bild noch aufgehangen, das hinter der Kamera ist. Aber ja, das haben wir jetzt. Plus, wir haben noch, beziehungsweise ich habe gestern eine Lampe aufgehangen. Es hat mich tatsächlich 2 Anläufe gekostet, denn ich sag's mal so, beim Löcherbohren für die Dübel habe ich das Stromkabel durchgebohrt. Es ist nichts passiert oder so, nur das Kabel ist halt kaputt gewesen, so, das war dann doch etwas doof. Deswegen hängt sie jetzt auch anders als geplant. Sie sollte eigentlich so quer hängen, jetzt hängt sie so längs. Jedenfalls, ja, der Raum ist jetzt endlich fertig. Und wenn ich jetzt hier so drin stehe und mir so durch den Raum gucke, ja, mir gefällt das ganz gut. Mir gefällt das echt gut. Und deswegen, ja, ich würde sagen, ihr seht jetzt gleich kurz ein paar Videos, wie der Raum jetzt fertig aussieht. Und dann melde ich mich auch mal ganz kurz bei euch. Viel Spaß. Deep in the dark, down on my knees, I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I that I'm invincible, nobody gon' bring me down. Here we go. Nur mir ist aufgefallen, ich habe das Outro vergessen, von daher das jetzt eben noch ganz schnell. Jedenfalls, ihr habt das Zimmer jetzt gesehen, wie es fertig ist. Ich bin mega, mega glücklich. Es sieht einfach wunderschön aus. Also von daher, es ist auch so ein kleiner Traum tatsächlich schon immer gewesen, dass man so ein eigenes, ich sag mal, Gaming-Zimmer hat. Und dann auch mit so einem Akustik-Schaumstoff, ist es einfach nur geil. Von daher, ich würde sagen, wenn euch dieses Zimmer gefällt, lasst mir auch gerne ein Like dafür da. Und wenn euch die Videos, die ich momentan so bringe, also von der Qualität her, vom Schnitt her, weil ich finde momentan vom Schnitt her steigere ich mich echt richtig, richtig gut. Von daher, wenn euch das gefällt, dann lasst mir gerne natürlich dafür ein Abo da. Und ansonsten würde ich sagen, ich verabschiede mich bei euch und sage ciao.